So, hallo ihr Lieben, heute wieder am Stoffwindel-Donnerstag wollen wir euch mal wieder eine Marke vorstellen. Und zwar eine Marke, die wir schon seit Anbeginn mit im Sortiment haben und die wirklich von klein bis groß alles dabei ist, von der Windel über den Body, die Hose, den Schlafsack, bis zum Bikeanzug wirklich ein ganzes Kinder-Baby-Leben einen begleiten kann, wollen wir euch doch mal die einzelnen Sachen ein bisschen näher bringen. Das heißt, heute geht es auch ein bisschen über die Stoffwindel hinaus, denn da sind oft auch die Fragen, was passt denn zu den Stoffwindeln auch zum Anziehen zum Beispiel, weil so eine Stoffwindel natürlich im Vergleich zu einer Wegwerfwindel einfach ein bisschen mehr Platz einnimmt und wir natürlich auch die passende Kleidung dazu brauchen. Aber wie ihr ja schon seht, haben wir hier auch noch andere wunderbare Babyartikel, die ich euch gleich noch zeigen werde. Aber weil es ja der Stoffwindel-Donnerstag ist, fangen wir doch mal mit allem Windeligen an. Und vielleicht wollen wir noch verraten, worum es geht. Um welche Marke? Habe ich noch gar nicht gesagt? Nee. Es ist so selbstverständlich. Es geht um die Marke Popolini. Ja? Popolini ist ein österreichisches Familienunternehmen, jetzt in der zweiten Generation. Die gibt es seit 1991 und die produzieren ausschließlich nachhaltige und fair produzierte Babyartikel und auch Heimtextilien mit einem Ökotex und GOTS-Zertifikat. Das heißt, ihr habt hier wunderbar hochwertige Kleidung und auch Windeln und genau, ich zeige es euch jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich hatte ja gesagt, wir fangen mit dem Windeligen an. Wir fangen mal mit einem absoluten Klassiker an. Das ist jetzt noch nicht der Klassiker, weil diese Windel selbst ist noch relativ neu bei Popolini. Ihr könnt sie hier ganz gut sehen. Das ist die Snap to Fit mit diesem wunderschönen Dino-Design. Und die Snap to Fit ist eine Überhose. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir schon, dass wir eine Überhose mit zwei Laschen haben, die hier ein bisschen ausgekleidet sind mit diesem Mikrofleece. Und in die Lasche können wir die Einlage dann hineinstecken. Und sie bietet auch ausreichend Platz. Das ist die One-Size-Größe. Wir können sie ja mehrfach in der Leibhöhe noch verstellen. Was ich vor allem sehr, sehr schön finde an diesen neuen Verpackungen ist, dass sie auch komplett ohne Plastik auskommen, wie ihr seht. Mhm. Wir haben hier einfach ein Pappschild, noch eine kleine Anleitung, eine kleine Waschanleitung noch mit dazu. Das finde ich auch richtig schön und das kommt ohne Plastik aus. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da wird jetzt ganz viel auch drauf umgestiegen, dass es weniger Plastik auch in den Verpackungen gibt. Die Überhose funktioniert natürlich mit jeder Saugeinlage, die ihr auch schon so habt, aber ihr könnt auch, das bietet Popolini auch, Popolini hat auch Saugeinlagen im Sortiment, die zu allen anderen Windeln im Sortiment auch passen. Wir haben hier einmal so eine Zweier-Saugeinlage, das ist immer so ein Set aus Baumwolle, die hier so ein bisschen hochflorig ist an der Oberfläche, was auch ganz schön ist, weil es dann zum Beispiel auch ein bisschen flüssigeren Stuhl ganz gut auffangen kann. Und man kann die einzeln verwenden oder auch allein, wie man das möchte, und passt in alle gängigen Modelle einfach auch ganz gut rein. Genau. So, dann geht es mal weiter. Popolini hat ja eine dreiteilige Windel im System. Das ist die Easy Free. Die kommt hier in auch wunderschönen Designs. Und das ist die Baumwollvariante jetzt mal hier. Ich mache sie mal auf und zeige sie euch mal ein bisschen. Wir haben schon mal die Easy Free mal vorgestellt. Ich mache es jetzt noch mal kurz. Die Easy Free ist eine dreiteilige Windel, die aber auch eine Abhaltewindel ist. Also für alle Eltern, die Ausscheidungskommunikation, windelfrei, wie auch immer betreiben, für die ist das hier ein ganz tolles System. Wir haben hier diesen Gürtel an der Easy Free, den wir auch abmachen können. Wir können ihn aber auch umlassen und dann können wir die Windel nämlich einfach so quasi nach hinten weghalten beim Abhalten des Kindes. Ganz tolle Geschichte. Die Baumwollvariante hier in diesem Fall hat innen
eine Kunststoff-Pouch und da drin liegt dann quasi die Saugeinlage. Die kann hier eingeknöpft werden, vorne und hinten, damit sie gerade beim Abhalten nicht aus der Windel hinauspurzelt. Dazu haben wir auch noch weitere Wechseleinlagen, die auch zum Einknöpfen sind. Ihr könnt aber auch die schon eben gezeigten Einlagen benutzen, die ihr auch einfach nur einlegt. Das macht ihr ganz nach eurem Geschmack. Das heißt, das Einknöpfen ist nicht zwingend notwendig, sondern ihr macht das so, wie das für euch einfach gut passt. Genau. Wir haben das Ganze auch nochmal in der Wollvariante. Das finde ich nämlich besonders schön. Jeder, der Wolle kennt und all die Vorteile von Wolle kennt, der mag sie nicht mehr missen. Apropos Wolle, dazu gibt es auch noch mal ein extra Video. Den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Aber was das Tolle hier dran ist, ist, dass die Wollwindel nicht nur eine Wollaußenwindel hat, sondern in dem Fall auch innen die Pouch, diese Innenwindel, auch aus Wolle ist. Das ist ganz, ganz toll. Das heißt, dass das auch für die Nacht ein super System ist, wenn sogar beide Schichten gefettet sind, dann hält die super dicht und das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss natürlich dann die Außenwindel auch entsprechend sehr selten waschen, wie ihr das ja von anderen Wollüberhosen auch schon kennt und hat so sehr lange was davon und braucht auch entsprechend sehr wenig. Man kann diese Innenwindeln auch separat kaufen. Da gibt es, wie gesagt, einmal die Variante aus Wolle und einmal aus Kunststoff. Und ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, wie ihr das benutzen wollt. Ja, ihr könntet natürlich theoretisch auch in die Wollaußenwindel eine Kunststoff-Innenwindel reinmachen. Das macht ihr ganz nach eurem Geschmack. Stellt ihr euch die Sachen so zusammen, wie es für euch passend ist. Finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kann man ja nachkaufen, je nachdem. Die Außenwindel wird ja beim dreiteiligen System nicht so oft verschmutzt. Das heißt, dann könnt ihr auch entsprechend viele Innenwindeln einfach dazu kaufen, wie ihr das dann braucht. Apropos windelfrei und abhalten, da kommen wir doch gleich zum nächsten. Popolini hat auch diese wunderbaren Abhaltetöpfchen. Ihr kennt die bestimmt, die Leute, die auch windelfrei praktiziert haben. Die sind sehr schön, um sie sich zwischen die Beine zu klemmen und das Kind dann darüber abzuhalten. Die sind auch nicht allzu groß. Wir hatten so ein Töpfchen auch immer irgendwie im Auto mit dabei, dass man auch unterwegs da gut gewappnet ist und das Kind mal darüber abhalten kann. Dafür gibt es auch noch diese Überzüge. Die kann man dann quasi über den Rand drüber machen, damit das Kind nicht auf diesem kalten Kunststoff drauf sitzt. Das kann man machen. Gibt es dann hier auch in so einem Dreierpack, damit man dann entsprechend, falls mal was dreckig ist, auch immer wieder gut wechseln kann. Genau. Da entscheidet ihr euch dafür, was euch da am besten gefällt. Ich habe das auch gemacht, ne? Also ich habe sonst nicht viel windelfrei gemacht, aber ab und an habe ich mein Mäuschen auch auf den Topf gesetzt. Vor allen Dingen, wenn der Bauch gedrückt hat. Weil ich finde, windelfrei klingt immer so nach, man muss das immer machen, aber... Genau, das muss man natürlich nicht. Ne? Das kann man, kann das einfach, das ist ja immer ein Angebot. Es geht um die Kommunikation mit dem Kind. Und ihr könnt es einfach mal versuchen, das Kind, wenn ihr denkt oder gerade merkt, ich glaube, das muss jetzt mal, vor allem das große Geschäft, einfach mal zu versuchen, die Windel abzumachen und das Kind über dem Töpfchen abzuhalten. Und in den meisten Fällen wird man sehen, man hat da, das Kind ist auch sehr dankbar, wenn es abgehalten wird, weil natürlich auch der Darm da komplett entleert werden kann und dann nichts mehr am Bauch kneift. So, einfach ausprobieren, auch da einfach ohne Druck. Nichts muss, alles kann. Einfach immer das auch ein bisschen als Angebot zu sehen. Genau. Und dafür eignen sich diese dreiteiligen Systeme hier mit diesem Abhaltegürtel einfach wunderbar. Und wenn man, wie gesagt, das auch nicht praktizieren möchte, dann kann man diesen Gürtel auch einfach abmachen und zur Seite legen und benutzt die Windel einfach als klassisches dreiteiliges System. Das im Übrigen unglaublich Wäsche spart. Dazu gibt es aber noch mal ein extra kleines Video auch, was das dreiteilige System ist. Das könnt ihr euch auch gerne noch mal auf unserer Website anschauen bei All in Free. Klickt da einfach mal drauf und da kommt ihr dann direkt zu dem Video, wie das konzipiert ist und gedacht ist. Genau. Dann möchte ich euch noch ein paar andere tolle Sachen zeigen, wenn wir noch bei dem Windeligen sind quasi. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eventuell so ein Wäschenetz. Das brauchen wir vielleicht ja nicht nur
für die Stoffwindeln, wenn wir sie in einem Eimer zum Beispiel lagern, sondern das kann ja auch danach einfach wunderbar als Wäschenetz weiterverwendet werden. Zum Beispiel im Urlaub haben wir sowas dabei, da wird dann einfach die benutzte Wäsche drin aufbewahrt und ist trotzdem sehr luftig. Da fängt nichts dran an zu riechen oder so. Oder auch, wenn ihr in der Waschmaschine empfindliche Sachen waschen wollt, dann ist das natürlich auch von großem Vorteil. Man kann hier drin zum Beispiel auch einfach alle Waschlappen sammeln und die dann quasi im Netz waschen. Dann muss man die nachher nicht alle einzeln nochmal zusammensuchen. Das ist auch eine ganz praktische Geschichte und hat die dann quasi alle schon im Netz, auch wenn man sie aus der Waschmaschine rausholt. Schaut, was da für euch günstig ist, aber ich finde, so ein Wäschenetz ist auch so ein absoluter Klassiker im Haushalt einfach. Dann haben wir hier noch zum Beispiel eine schöne Wickelunterlage. Erstmal finde ich das Design auch sehr schön mit diesen Igeln und Pilzen und Käfern. Das ist sehr, sehr schön. Ihr könnt diese Wickelunterlage, die hat hier innen, ist die so ein bisschen hochfloriger und sehr, sehr kuschelig weich. Kann man die für unterwegs auch toll in der Wickeltasche haben oder sie auch einfach als Spiel- und Krabbeldecke benutzen, wo das Kind zum Beispiel auch mal jetzt im Sommer einfach mal nackig zu Hause auf der Decke liegt und man muss dann keine Bedenken haben, falls es dann doch mal dahin gepullert hat, dass dann irgendwie alles nass ist. Auch sehr praktisch. Sollte dann doch was daneben gegangen sein, kommen wir hier zu diesen wunderschönen Waschlappen, wo ihr eure Hand reinmachen könnt und einfach den Körper des Kindes auch gut waschen könnt. Die sind dann natürlich nicht nur für die Babyzeit gedacht, sondern natürlich auch dann bei den Kleinkindern. Die können sich damit auch sehr gut selbst waschen. Also auch für eine kleine Kinderhand ist das sehr toll. Die passt dann halt komplett hier rein. Und da kann man eben auch so ein bisschen die Selbstständigkeit fördern, indem die Kinder sich damit auch selbst waschen. Wir brauchen die jetzt aktuell gerade. Mein großer Sohn kommt jetzt in die Schule und wir brauchen die für die Schule, weil die werden dann irgendwie an den Tisch gehangen und da werden dann Schere und Kleber, glaube ich, drin aufbewahrt. In diesen, also ihr seht, so ein Waschlappen kann einiges und wächst eine ganze Zeit lang mit. Ja, und auch so Urlaubszeit, nicht? Ich muss so direkt an Urlaubszeit denken. Du bist irgendwie unterwegs, hast ein Wetbag dabei, hast einen Waschlappen, kannst dein Kind nach dem Essen unterwegs mal sauber machen, ne? Genau, genau. Also für alle möglichen Zwecke, ne? Sind die einfach sehr gut, genau. Oder auch für einen selbst. Also, ja, genau. Das geht natürlich genauso. Popolini hat auch zum Beispiel Bodyverlängerung. Finde ich auch eine schöne Sache, weil das ist ja oft ein Problem, dass viele Bodies dann mit der Stoffwindel an ihre Grenzen geraten. Und hiermit holen wir noch ein bis manchmal zwei Größen noch raus und können quasi unsere Lieblingsteilchen einfach so ein wenig länger tragen. Und wir knöpfen die Bodyverlängerung quasi einfach nur als Bindeglied dazwischen, um ein bisschen mehr Platz zu gewinnen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Dann haben wir noch so Klassiker von der Baby-Bling-Bling, habe ich gerade gesagt. Baby-Bernstein-Bling-Bling. Und natürlich eine Nagelschere, die im Übrigen sehr, sehr schön ist und auch richtig gut funktioniert. Da ist kein Plastik dran, finde ich auch wieder eine sehr schöne Sache. Die ist nicht riesenglobig und die macht auch bei Kindern lange viel Sinn. Und wie gesagt, ich finde das schön, dass sie hier ohne Plastik auskommt. Weiter hier ohne Plastik haben wir das Windelvlies von Popolini. Das hier ist das Popli in der Box. Dieses Windelvlies ist recht formstabil, sehr dünn und es wird zum Beispiel auch nicht so nass. Also das finde ich zum Beispiel ist ein sehr schönes Vlies für die Nacht. Wenn die Kinder dann ja auch länger, gerade wenn sie gut schlafen und man sie dann nicht mehr wickelt, weil zum Beispiel manche Kinder, wenn man sie nachts wickelt, über Stunden wach sind, dann ist das hier eine ganz tolle Geschichte, dieses Windelvlies. Das ist recht groß, aber man kann sich das so zurechtfalten, wie man das braucht. Dieses Windelvlies von Popolini, das ist eher saugstark. Das heißt, das eignet sich eher für die ganz kleinen Mäuse, für Neugeborene, wo der Stuhl auch noch relativ flüssig ist. Da kann das sehr gut verwendet werden. Also sind zwei unterschiedliche Vliese. Für unterschiedliche Zwecke probiert sie trotzdem natürlich beide mal aus. Das heißt nicht, dass man das nicht auch bei größeren Kindern verwenden kann. Ich mag das generell sehr gern, weil das total weich ist, sehr schön kuschelig.
probiert sie doch einfach mal aus. Und vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, welches ihr denn besonders gern mögt, falls ihr es schon mal ausprobiert habt, was da euer Favorit ist. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, mag das aber total gerne, muss ich sagen. Genau. Machen wir mal weiter noch mit was Windeligen. Und zwar kommen wir jetzt zu den Schwimmwindeln. Auch das ja gerade top aktuell in dieser Urlaubszeit. Diese schönen Schwimmwindeln. Die sind auch größentechnisch noch verstellbar. Also sie kommen in unterschiedlichen Größen, in der S, M und L. Aber wir können hier noch zusätzlich, ihr könnt das sehen, an jeder Seite gibt es nochmal drei Größeneinstellungen von den Druckknöpfen. Das heißt, die lässt sich sehr gut anpassen. Ich kann natürlich auch je nach Beinausschnitt hier einfach eine andere Weite wählen als oben. Also ich kann hier, wenn der Beinausschnitt etwas größer sein muss, auch hier etwas mehr Raum lassen und am Bauch es etwas enger machen oder auch andersrum, je nachdem, wie man es benötigt. Das finde ich sehr schön, dass das sich so individuell anpassen lässt. An der anderen Seite ist das nochmal genau das Gleiche. Auch da habt ihr wieder diese drei Einstellungsmöglichkeiten. Sehr schön farbenfroh. Auch hier mit den Fischen. Und wie ich es ja auch schon mal erzählt hatte im letzten Q&A, die Schwimmwindel ist wirklich ausschließlich dazu gedacht, das große Geschäft aufzufangen und nicht dazu, irgendetwas aufzusaugen. Genau. Was ihr hier noch sehen könnt, geht ein bisschen über das Windelige hinaus. Was noch etwas windelig ist, da haben wir hier noch unsere Wetbags. Das ist mal so ein kleiner. Der hat hier oben das große Nassfach, ne, wo wir quasi den Pull haben. Und hier vorne haben wir ein Trockenfach mit dem Netz. In das Trockenfach lässt sich zum Beispiel auch ganz wunderbar einfach die Windel, die ihr unterwegs mitnehmen wollt, vielleicht ohne die Verpackung dazu, aber die lässt sich natürlich auch hier vorne reinmachen. Dann vielleicht noch der Waschlappen, den ihr braucht dazu. Was auch immer. Und dann hat man einfach schon so einen richtigen Wickelbeutel, der good to go ist. Finde ich eine tolle Geschichte. Auch für die Kita sehr beliebt, weil, wie gesagt, man einfach diese Möglichkeit hat, das Saubere von dem Verschmutzten einfach gut zu separieren und man hier vorne auch gut sieht, einfach was da drin ist. Es gibt das Ganze auch nochmal in groß. Das ist der Rondo, nennt er sich. Und der eignet sich natürlich ganz wunderbar für den Wickelplatz, um da einfach die benutzten Windeln aufzubewahren. Da ganz wichtig wieder, dass ihr den einfach offen lasst, damit einfach Luft zirkulieren kann. Auch das ist ganz toll für später, wenn ihr im Schwimmbad wart zum Beispiel. Wir haben das jetzt gerade, mein Großer macht gerade einen Schwimmkurs und der kriegt dann einfach so einen großen Wetbag mit und da kommt dann einfach das Handtuch, die Badehose, alles rein, was er da nicht mehr braucht und der Rest in der Tasche, der bleibt einfach trocken und das ist wirklich, wirklich sehr schön. Dann haben wir noch was anderes, was ein bisschen beschichtet ist, wenn wir beim Pool sind. Da haben wir hier diese Lätzchen. Die Lätzchen gibt es einmal mit Arm und es gibt sie auch einmal ohne Arm. So, je nachdem, was ihr da braucht. Am Anfang reicht definitiv auch hier dieses Lätzchen, wo kein Arm dran ist oder sowas auch für unterwegs, weil es halt wirklich super wenig Platz wegnimmt. Eine tolle Sache, zum Beispiel für die Wickeltasche, dann ab Beikoststart immer sowas mit dabei zu haben, damit die Kleidung sauber bleibt. Das lässt sich hier noch unten einmal aufknöpfen. Und so gewinnen wir da noch etwas Platz und so wächst das einfach auch entsprechend ein bisschen mit. Finde ich auch sehr schön damit gedacht einfach. Das hier ist ganz toll, einfach weil es auch sehr vielseitig ist. Wir haben sowas auch zum Basteln zu Hause. Das heißt, die Kinder bekommen, wenn sie ihre Bastelstunde, Malstunde, wenn ihr mit Fingerfarben malt, zum Beispiel von unseren schönen Ökonorm-Sachen, oder da hantiert wird mit Tusche oder was auch immer. Wenn eure Kinder einfach kreativ sind, dann ist das mit Arm schon sehr praktisch, weil dann nicht immer alles komplett quasi eingeschmattert ist und man kann das dann einfach super in die Waschmaschine werfen und fertig ist. Auch hier könnt ihr noch einmal quasi verstellen und nochmal ein Stück quasi dazu gewinnen, wenn ihr das einfach verlängert. Wer es etwas kuscheliger mag im Lätzchenbereich, haben wir natürlich auch noch die Variante aus Baumwolle.
Das ist etwas hochfloriger. Man kann es, glaube ich, sehen, wenn man ein bisschen näher rangeht. So frottig einfach, ein bisschen wie bei einem Handtuch. Das heißt, dass hier, auch wenn was verschüttet wird, einfach das richtig gut aufgesaugt wird, ohne dass gleich darunter alles nass ist. Das hier hat keine Beschichtung. Das heißt, wenn da wirklich komplett so ein Becher über sich drüber gekippt werden würde, dann wäre das natürlich schon komplett nass. Aber das ist natürlich wieder auch eine schöne Sache, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte doch keinen Kunststoff, dann habt ihr hier die reine Baumwollvariante. Und auch hier haben wir nochmal die Version mit den Ärmeln. Und auch das kann wieder super zusammen in der Waschmaschine mitgewaschen werden. Also auch da für jeden das Richtige mit dabei. Weiter geht's mal im Hosenbereich der Kleinen. Wir haben hier so mal so eine klassische Hose mit Füßen dran von Iobio. Das gehört auch zu Popolini. Und zwar haben wir hier die Hose. Die haben alle diese wunderbaren Bündchen. Das heißt, die wachsen auch ganz, ganz lange mit. Und ihr seht auch im Schritt, könnt ihr, glaube ich, gut erkennen, da ist viel Raum und Platz, der eben auch der Stoffwindel entsprechend Raum bietet und das definitiv nicht zu eng wird. Weil das ist ja immer ganz wichtig. Den Bund könnt ihr am Anfang auch noch einmal umkrempeln, wenn ihr noch die etwas kleinere Variante braucht. Und wenn ihr dann wieder etwas mehr Größe braucht, dann wird der einfach ausgeklappt, quasi der Bund. Das Ganze gibt es hier auch nochmal in der windelfreien Variante, und zwar in der Split Pants. Genau, das Prinzip ist hier das gleiche. Wir haben ja auch wieder oben das Bündchen, das mitwächst. Und auch wir haben hier unten nochmal ein Bündchen. Hier ist kein Fuß dran, sondern das Bündchen kann dann auch hier nochmal größentechnisch verstellt werden und wächst auch so ziemlich lange mit. Das kann ich definitiv sagen. Auch hier ist natürlich Platz drunter für eine Stoffwindel oder auch ein Backup. Je nachdem, was ihr da benutzt, könnt ihr da ganz flexibel und variabel sein und dann entsprechend einfach nur quasi, eigentlich müssen die Beine nur gespreizt werden, beziehungsweise in den größeren Größen reicht es, wenn die Kinder sich dann hinhocken und damit einfach auch quasi so aufs Töpfchen gehen können, wenn sie das wollen. Genau. Dann kommen wir mal zum richtig kuscheligen Teil. Und zwar hat Popolini ein riesengroßes Angebot an Schlafsäcken und alles, was so mit diesem ganzen Eingekuschelt zu tun hat. Ich fange mal an mit den Strampelsäcken. Die finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte für die ganz kleinen Mäuse, weil man kann die quasi da drin nackig, quasi untenrum nackig lassen und sie können trotzdem da drin sich spüren und sind warm. Es geht ja auch darum, um seinen Körper kennenzulernen, muss man sich fühlen. Und wenn die Beine nackt sind und sich da drin bewegen können, dann kann das Kind sich gut spüren und ist trotzdem in diesem kleinen Säckchen einfach gut warm gehalten. Da haben wir auch unterschiedliche Varianten. Sie sind hier alle aus Baumwolle. Wir haben hier einmal ein Baumwoll, so Niki-Stoff fast schon. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir hier die Variante in dem klassischen Baumwoll-Jersey. Und wir haben noch einmal eine Baumwoll-Fleece-Variante. Das heißt, ihr könnt das hier gut sehen, die Verarbeitung der Baumwolle ist einfach jeweils etwas anders. So, und da kann man für sich gucken, was da am besten passt. Der wunderbare Bund hier am Bauch, der liegt schön an, ist aber elastisch, engt also auch nicht ein. Am Anfang werden die quasi direkt unter die Achseln gezogen und wenn die Kinder dann etwas größer sind, dann rutscht das dann ein Stück weiter runter. Die könnt ihr entspannt die ersten 3 Monate auf jeden Fall gut benutzen. Danach werden die Kinder meistens generell etwas beweglicher und agiler, sodass man dann meistens für ja, zum Schlafen zumindest zu anderen Varianten übergeht. Aber auch einfach für tagsüber auf der Spieldecke liegen oder so, wenn es ein bisschen frischer ist. Wenn dann jetzt langsam der Herbst kommt, ist das auch eine sehr schöne Sache, dass die Kinder sich da einfach gut spüren können. Dann kommen wir weiter zu unseren Schlafsäcken. Das ist hier so ein Klassiker von Popolini, ein Baumwollschlafsack, der sich hier oben
über die Druckknöpfe öffnen lässt. Auch hier habt ihr nochmal zwei Größeneinstellungsmöglichkeiten. Und wir haben an der Seite hier einen Reißverschluss, der einmal unten komplett rumgeht. So, lässt sich auch von zwei Seiten öffnen, sodass das Kind auch ohne den Schlafsack komplett ausziehen zu müssen, nachts darin auch sehr gut wickeln lässt. Der ist auf jeden Fall ein guter Sommerschlafsack. Der ist nicht so dick. Und ihr könnt natürlich darüber auch regulieren, was ihr dann einfach unten drunter anzieht. Zum Beispiel gibt es da eine Möglichkeit, dass man noch einen noch etwas dünneren Schlafsack unten drunter hat und dann ein bisschen schichtet. Der hier hat wieder lange Arme und ist hier vorne so ein bisschen gekreuzt. Und der lässt sich auch hier unten einmal rundherum öffnen. Der ginge theoretisch auch hier unten drunter anzuziehen. Und je nachdem, wie kalt oder warm es dann ist, könnt ihr sagen, dann lasse ich vielleicht das weg und habe jetzt für die ganz heißen Tage nur das. Das geht natürlich auch. Und beide ließen sich, dass dadurch, dass sie sich hier öffnen lassen, auch in Kombination nachts, ohne komplett ausziehen zu müssen, zum Wickeln eignen die sich da. Wir haben diesen super, guck doch mal, wie klein ist das bitte. Das ist wirklich eine 44 in der Größe. Also für die allerkleinsten Tiny-Mäuschen haben wir hier auch ein Modell, der wirklich natürlich auch langärmlich ist, weil die ganz Kleinen verlieren ganz schnell ihre Körpertemperatur, können die noch nicht so gut halten. Ist alles mit dabei. Genau. Dann haben wir noch die Varianten hier aus Baumwollvlies. Die sind alle aus Baumwolle. Also auch da für alle veganen Familien was kuschelig Warmes mit dabei. Auch die hier haben lange Arme. Und hier geht der Reißverschluss, ich glaube, ihr könnt es sehen, der geht einmal hier unten rum, also bis hier nach oben. Und dann gibt es hier einen Kinnschutz für den Reißverschluss. Das finde ich sehr schön. Und die sind auch wirklich ganz toll. Hier haben wir zum Beispiel einmal die Variante mit einem Umschlagbündchen. Na, da kann man dann die kleinen Hände theoretisch noch mit einpacken, falls die zu kalt sein sollten. Das ist in der ganz kleinen Größe und ab in der nächsten Größe haben wir dann diese Bündchen. Nicht zum Umschlagen, sondern das sind die, quasi die Mitwachsbündchen, die wir dann entsprechend der Größe, und deswegen wächst der auch wirklich lange mit, hier einfach entsprechend anpassen können. Und auch da, manche Kinder, die das vielleicht nicht so mögen, wenn der Arm komplett eingepackt ist, können wir das komplett auch hochkrempeln und haben dann hier ein bisschen mehr Spielraum und Luft. Dann gibt es aber auch die Kinder, die sagen, oh nee, Schlafsack finde ich richtig, richtig, richtig blöd. Und dafür gibt es jetzt auch was ganz Tolles. Und zwar gibt es diese Schlafanzüge, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Äquivalent zum Schlafsack, einfach nur mit Beinen. Finde ich ganz, ganz toll, weil wirklich sehr viele Kinder einfach totale Schlafsackverweigerer sind. Da haben wir hier unten an den Beinen nochmal das Umschlagbündchen. Finde ich auch ganz toll. Das heißt, wenn die Kinder, also meine Kinder hatten immer das Problem, die mochten nichts an den Füßen. Das heißt, man kann zum Einschlafen den Fuß rausgucken lassen und könnte ihn dann, wenn es ein bisschen frischer ist, gegebenenfalls dann auch nochmal, wenn das Kind schläft, einfach kuschelig warm einpacken. Auch dieser hier lässt sich von ganz unten an öffnen und sogar nicht nur ganz unten, der geht noch so ein Stück zum Popo rüber. Auch eine schöne Sache. Übrigens auch zum Abhalten ganz praktisch. Ja, das ist bei Popolini ganz toll. Das kommt gleich noch bei einem anderen Teilchen, das ich euch gleich zeige. Auch hier haben wir einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit einem Kinnschutz. Auch da wäre das Wickeln in der Nacht überhaupt gar kein Problem. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Gibt es auch noch in Grau. Also für jeden was dabei. Sehr dezent, sehr schlicht und sehr funktional einfach. Genau. Das ist es mit dem kuscheligen Schlafen. Aber Popolini, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, hat auch noch, weitere tolle Sachen. Und zwar, wenn es jetzt dann wieder zum Herbst geht, haben wir auch wunderbare Walksachen von Popolini, entweder als Jacke oder eben auch als Anzug. Und ich meinte ja gerade für die windelfrei Kinder haben wir hier einen Anzug, mit dem sich das super praktizieren lässt. Der Reißverschluss kann den ganzen Weg bis hierhin geöffnet werden. Großartig zum Abhalten. Wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Kann ich sehr empfehlen.
Man muss das Kind, gerade wenn es kalt ist draußen, nicht komplett ausziehen. Und der Rest kann kuschelig warm eingepackt bleiben. Genau. Auch hier ist in der Größe, wir haben hier eine 86-92, die insbesondere hier in der Körpermitte wirklich viel Raum bietet. Was gerade mit der Stoffwindel sehr gut ist, weil da gibt es einige Anzüge, die das nicht haben, wo man dann schnell an seine Grenzen kommt. Auch hier haben wir selbst in der großen Größe nochmal an den Händen ein Umschlagbündchen. Finde ich auch sehr schön. Und eine Kapuze, die hier auch innen mit Baumwolle gefüttert ist, was dann auch nochmal extra kuschelig ist. Auch hier unten haben wir nochmal ein Mitwachsbündchen, das wir theoretisch auch nochmal hier krempeln können. Ihr seht, jetzt ist es hier. Das bietet wirklich viel Raum und Platz. Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Da bekommen wir definitiv zum Herbst, Winter wieder einige Sachen rein. Da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich hoffe, dass euch dieser ja doch recht umfangreiche Einblick in diese wunderbare Marke mit so tollen Produkten gefallen hat, dass für euch was dabei war. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag mit was ganz Besonderem. Und zwar werden wir nächste Woche eine Gästin haben, mit der wir zum Thema Stoffwindeln in der Kita sprechen werden. Und es wird sehr spannend werden. Wir werden euch noch genaueres erzählen. Wenn ihr Fragen dazu habt vorab, dann immer raus damit. Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!